Hallo Leute, da bin ich wieder. Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Ich suche gerade den 83 Schlüssel, habe ich schon mal. Das müsste ein Setra sein. Ah, da ist er doch. So, nach dem Intro gucken wir uns an, welches Fahrzeug das ist. Bleibt dran, Leute. So, da ist er ja, der 104 steht hier, 83, das ist der, den ich euch glaube ich noch nicht vorgestellt hatte, mit Anhängerkupplung und so. Hier neben steht der 97, den hatte ich schon vorgestellt, und den 84, den hatten wir glaube ich live vorgestellt. Genau, so war das. So, hier drin sieht man nicht allzu viel, ihr könnt gleich mal hören, dass er auch wieder gleich piepsen wird und. Dann fahren wir aber raus und schauen uns den dann natürlich draußen in aller Ruhe an. Aber hier sehe ich gerade schon den Unterschied. Seht ihr das auch? Zwei Flügeltüren, die nach außen hin schwenken. Und der hier, der hat nur einen. Und der hat auch nur einen. Ach, daneben steht noch einer. Die 100. Den hatten wir, glaube ich, schon mal vorgestellt. Der hat auch diese Türen gehabt, wo ich ja gesagt habe, wenn hier Leute stehen, guck mal, wie weit der raus. Manchmal, die stehen doch hier an den Haltestellen hier so rum, wenn die das nicht wissen. Die stehen hier, Tür geht auf, dumm, direkt Kopfschuss. Okay, wir gehen mal rein. Hier erlebt man ja immer wieder was Neues. So. Ah ja. Im Dunkeln sieht man nichts, aber mal gucken, Schlüssel. Ja toll, keine Zündung. Das fängt doch schon mal gut an. Aha, der ist bestimmt anfällig. Haben Sie die Trennschalter? Okay, müssen wir den Trennschalter jetzt erstmal suchen. Mal gucken, wo war der denn? Man erlebt doch immer wieder was Neues hier. Ich glaube, hier war das Batteriefach. Wenn mich nicht alles täuscht. Genau, da muss hier irgendwo noch ein Trennschalter sein. Ist der NATO-Stecker? Da, da ist er. Ja, gefunden. Und, jetzt müsste es klicken. Tut sich nichts. Okay. Mal gucken, ob er jetzt Zündung hat. Das ist jetzt aber ein bisschen seltsam. So ist weg. Der müsste doch jetzt klicken. Ich kenne das von den MANs. Die klicken normalerweise. Und ihr seid live mit dabei. Aber vielleicht klickt der nicht, sondern der hat schon direkt Zündung. Mal gucken. Kann doch nicht sein. Der ist von gestern im... Ah, seht ihr? Der ist ohne Klicken. Gang ist raus. Bei 1, 2, 3. Brauchen wir bei dem ja nicht zählen. Ja, jawohl. Ja, das kennt ihr ja schon alles, dass alles hier erstmal blinkt und so. Ach, der hat hier sogar noch so ein Handgerät. Ja, gut. Okay, macht euch auf was Schönes gespannt. Ich fahre den mal gleich raus und dann schauen wir uns den draußen in aller Ruhe an, okay? So wird das aussehen, wenn ihr im Dunkeln es findet. Und hier die Scheibe, die stört voll hier, aber wir haben immer noch Corona-Zeit. Oh, mit Blau alles. Yay. Das wird eine gute Vorstellung. Bleibt dran. So Leute, jetzt habe ich den mal rausgefahren. Können wir uns das mal alles angucken. Die Zielbeschilderung oben, die ist von Brose, aber auch schon digital, nicht mehr Flipdot. Ist also nachgerüstet worden, denke ich mal. In einem schönen Orange. Sieht sehr schön aus. Ja, die Türen hatte ich euch ja schon erzählt, dass die so komisch rausgehen. Die hinteren können wir uns auch gleich angucken. Wir laufen erstmal um den Bus, dann sage ich euch noch ein paar Details zu dem Bus. Ja, Reifen, okay, den kenne ich nämlich auch nicht, diesen Bus hier. Das hatte ich euch doch schon mal erzählt hier mit der Betankung. Der hat rechts und links kann man den betanken. Sehr schön überlegt, weil manchmal steht man ja, kommt man von einer Seite nicht dran an der Tankstelle. Batteriefach hatte ich euch ja gerade gezeigt. Befindet sich hier unten. Letztens hat man so eine Diskussion, mal gucken, vielleicht kann man das jetzt besser sehen. Die sagten, das ist ein Steuergerät hier.
Jetzt kann ich das immer noch nicht sehen. Ach, das ist ein ABS ASR System. Ja, ein Steuergerät von ABS. Jetzt wissen wir es. Hier sind mehrere Steuergeräte, so wie es aussieht. Da ist Eckers Steuergerät. Sehe ich gerade. Okay. NATO-Stecker hatte ich euch schon mal erzählt dazu. Ach, der hat den Dieselfilter hier? Okay. Ja. Ja, damit der extra nochmal gefiltert wird, wohl für die Webasto. Notan hatte ich euch ja gerade schon erzählt. Okay. Dann schauen wir uns den mal von der Seite noch an und gleich den Motor. Alles unsere klassische Ansicht. Da verändere ich ja nichts dran, Leute. Das behalte ich immer gerne bei. Dann wisst ihr immer, was immer kommt. Hier den Mercedes-Motor hatte ich dazu ja im letzten Bericht schon was zu erzählt. Ja, bisschen feucht, aber nicht undicht. Das schwitzt manchmal so raus, das ist normal. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Zylinder-Reihenmotor, denke ich mal. Das ist der Turbolader. Der Jeffrey, der wird euch bestimmt wieder einige Details dazu erzählen. Bei der Haube müssen wir aufpassen, der geht nämlich komplett mit Stoßstange auf. Oder ist das bei dem nicht so? Doch. Seht ihr, der geht komplett hier in einem auf. Ein sehr schöner Motor. Den lassen wir natürlich auch gleich mal laufen. Das ist für die Abschleppstange, wenn jemand mal fragen sollte, was das ist hier mit Kette und so. Ja, hoch, Abschleppstange rein, drauf. Aber wie gesagt, der hat hier auch Anhängerkupplung. Und 100er Zulassung. Mit denen können wir also auch Fahrradanhänger und sowas fahren. Der steht ja da hinten. Da hinten ist noch ein Fahrradanhänger, aber den haben wir, glaube ich, schon verkauft. Okay, dann gehen wir jetzt mal rein. Dann sage ich euch ein paar Details zu dem Bus und dann die ganzen klassischen Sachen. So, ein Niederflur 315. Ja, S315 Niederflur, so schimpft er sich. Umweltplakette 4, bestimmt umgerüstet. Weil der ist von Baujahr, jetzt haltet euch fest, 1199. Ja, November 99 gebaut. Hier hinter befinden sich auch ein paar, letztens, ich mach mal auf einfach mal. Ja, so wie ihr sehen könnt, gibt's hier auch all mögliche Sachen. Hat man letztes Mal nicht reingucken können. Da gibt's sogar noch einen Check. 5, 7, keine Ahnung, was das alles ist. Aber als Busfahrer müsst ihr das nicht alles unbedingt wissen. Ist eher für die Werkstatt, aber wenn so Sicherungskasten und so, wenn mal irgendwo was rausfliegt, damit ihr das reparieren könnt, wäre vom Vorteil. So, jetzt gucken wir uns mal das Dashboard hier an. Ja, so sieht's aus. Habe ich, ja, wunderschön. Ich habe noch Zündung an. Ich mache mal lieber aus, bevor wir die Batterie gleich leer haben oder so. Weil der Trennschalter war nicht umsonst umgelegt. Jetzt noch, wie viel Kilometer hat er gelaufen? 17.672 Kilometer. Hoch ist der 3,15 Meter. Der kommt also über unter Brücken, die hier bei uns so fahren, sage ich schon, sind gut drüber hinweg. Ich sehe gerade, der hat so eine alte Bosch Funk Anlage eingebaut, ein Radio hat er drin. Oben ist die Beschilderung, oder was ist das? Hannover steht da drauf. Da ist ein Gebläsezeichen. Ne, das müsste eigentlich Zielbeschilderung irgendwie noch sein, ja. Separat. Und das ist dieses Handgerät. Ich weiß nicht, wie das bedient wird. Fragt mich nicht, wie, wo, was. Ich habe wohl gesehen, hier Ziele, Wege, Front einzustellen. Damit, entweder macht er das mit da oben mit dem Teil. Können wir gleich mal gucken, was er da dann anzeigt. Ja, Schienenersatzverkehr. Fehlingreisen auf 1. Mal gucken, das machen wir doch mal gleich. Wenn wir Zündung anmachen. Ja, da steht jetzt Hannover. Ja, das ist für die Zielbeschilderung. Inaktiv 01. Genau. Damit kann man wohl die Zieleinstellung einstellen. Und hier hat deswegen 1, hat er Fehlingreisen. Wenn man jetzt 2 machen würde, würde Schulbus, 3 Dortmund und so weiter. Gut, das hatten wir auch geklärt. Machen wir Zündung mal wieder aus. So, was hat er denn noch? Ich suche noch irgendwelche Sehenswürdigkeiten, was er noch hat.
hier lösen, fest und so, das kennt ihr ja schon alles. Ja, die ganzen Symbole, sage ich ja immer wieder, erklären sich von selbst, braucht man jetzt nicht unbedingt. Das ist Nebel, das ist für Nebel vorne, das ist für Nebel hinten. Standlicht, ja, sieht man ja auch schon, Fahrerplatz. Die Symbole erklären sich von selbst. Das hatte ich irgendwann schon mal erklärt. Nacht, hatte Nachtbeleuchtung. Das hatte ich auch schon erzählt, Drucker. Eigentlich oben für die Zielbeschilderung, aber da ist jetzt ein neues System da drin ist, hat er das wohl nicht. Und wie gesagt, dieses Teil hier kenne ich mich gar nicht mit aus. Auch noch ein alter Elgeber Zahltisch. Hier hat er so diverse, hat er Putzlappen drin, hat er noch ein paar Ersatzsicherungen und sowas drin. Das ist sehr gut. Damit wird der Handdrucker hier, Handverkaufsgerät heißt das, glaube ich, mitgesteuert. Okay, was hat er denn an Gelegenheitsberufsverkehr, 44 Sitzplätze, 38 Stehplätze. Das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Hier hat er einen Sitz, hier hat er zwei. Für vorne mit Sicherheitsgurte. Das kennt ihr ja schon. Die nach vorne sitzen, die haben Sicherheitsgurte. Und Polsterung ist natürlich optimal. Und das Design ist auch nicht schlecht. Was sagt ihr? Auch nicht schlecht, ne? Hier, das wissen wir schon, ich wusste schon direkt, dass ich die hier vorfinde. Die Notsitze. Hier hat er nochmal so ein, was ist das hier nochmal? So ein Schalter. Keine Ahnung, auch so ein für, wenn der, hier kommt der Rollstuhl hin, deswegen in Fahrtrichtung, da kann er den Rollstuhl, damit er so drücken kann, ist das sehr wahrscheinlich ein Haltewunsch-Druckknopf, denke ich mal. Wie gesagt, so gut kenne ich die Busse auch nicht. Hier unten ist der, sagt schnell, Wagenheber wollte ich schon sagen, Keil. Hier drunter hat er auch ungewöhnlich, dass das bei den Fahrgästen hinten ist, platziert ist, der Feuerlöscher. Okay, müsst ihr bei dem anderen gucken, wo die bei dem anderen überhaupt sind. Ah, der hat zwei, hier hat er noch eins. Ist eigentlich nicht Pflicht, aber... Okay, das verstehe ich jetzt zwar auch nicht, aber wenn was da ist, ist da. So, der hat keine Rampe, auch keine mobile Rampe oder so. Gehen wir mal weiter durch. Auch die haben natürlich hier, der nicht, weil er hier vorkommen kann, der auch. Hier nicht, aber der, damit er nicht hier nach vorne knallt, wenn mal gebremst wird, hat er Sicherheitsgurte, die natürlich beim Linienverkehr kaum Achtung finden, schnallt sich keiner an. Es sei denn, wir fahren mal Schulkinder irgendwie zum Schwimmen oder so. Die schnallen sich natürlich dann auch an. Auf Anforderung der Lehrerin natürlich. So, unsere klassische Ansicht von hier oben. Schaut mal, wie in einem Flugzeug. Und hier ist aber auch nichts gesichert. Ja, wenn jemand hier seinen Koffer hier einfach so drauflegt, guck mal, ist einfach... Eine Fläche, wenn das jetzt ein bisschen höher gewesen wäre, dass Koffer oder so in den Kurven nicht rausfällt. Nein, es ist eine Ebene. Ja, vielleicht kann ich mal nur ein bisschen höher gucken. Ja, eine Ebene. Das heißt, wenn hier jemand seinen Koffer oder was hingestellt und die geht in die Kurven rein, der wird einfach hier runter fallen. Ne? Oder ihr bremst, das ist hier vorne und da vorne ist nichts, ihr bremst dann nach vorne. Hier hat er zwar noch so einen Stopp da hinten, beide, ne, aber wie gesagt, es ist einfach eine gerade Fläche. So viel genug geredet, glaube ich. Ihr wollt natürlich den Motor hören, den Motorsound. Aber erst machen wir mal hier die Türen auf und zu, wie das alles so funktioniert. Vielleicht könnt ihr die Türgeräusche auch für euer Omsi-Spiele gebrauchen. So, Zündung an. So, erstmal vorne. Okay. Sehr schön. Jetzt die hinteren. Boah, die knallen aber richtig rein, du. Aber funktioniert alles wunderbar. So, Nothämmer, sehe ich gerade, sind auch vorhanden.
Sehr schön. Wie gesagt, hier bei uns die Busse technisch und auch sicherheitsmäßig. Lass mal laufen. Oh, der wollte schon nicht anspringen, habt ihr gehört? Ja. Okay, jetzt gehen wir mal nach hinten. Was wollte ich sagen? Sicherheitsmäßig und so, alles beste Ordnung. So, der springt sogar an, wenn die Klappe auf ist, auch gut. Das hört sich doch alles super an, oder Leute? Nochmal Großaufnahme, ein wirklich gelungener Bus. Die sind nicht kaputt zu kriegen. Die fahren immer noch. Apropos fahren, das heißt, wir werden den jetzt natürlich auch Probe fahren. So, bleibt dran. So Leute, bei dem Bus ist es ganz blöd, eine gute Kameraposition zu finden. Jetzt habe ich meine Kameraposition gefunden. Bin ich mal gespannt, ob die hält. Aber ansonsten könnt ihr auch Musik hören, wollte ich schon sagen. Ihr könnt ihr dann natürlich auch den Sound genießen. Tachoscheibe habe ich schon drin. Ich mache auch Fenster auf für den Sound. Der hat ja ZF-Getriebe. Hoffe ich, denke ich. So, was leuchtet denn hier noch alles auf? Der Taler leuchtet auf. Warum? Weil ich die Bremse drauf habe. Jetzt ist es weg. EDC. Müsste aber gleich weggehen. Oder ich mache den nochmal aus. Müsste aber gleich von alleine weggehen eigentlich. Wenn ich fahre. Luft und so hat er. Okay, dann drehen wir mal eine Runde. Ne, EDC, das stört. Der nimmt kein Gas an. Gibt Vollgas, nimmt er nicht an. Neuer Gang rein. Immer noch nicht. Das heißt, ausmachen. Drei Minuten warten. Nein, Quatsch. Ein paar Sekunden. 21, 22, 23 reicht normalerweise. So, nochmal probieren. Und EDC ist aus. Das ist der Trick, wie beim Computer, Leute. Wenn irgendwas nicht läuft, runterfahren. Dann wird es klappen. So, jetzt muss ich da wieder Gas annehmen. Jawohl. Handbremse hier, der. Hört ihr das? Der zischt hier, aber okay. Soll nicht meine Baustelle sein. So, fahren wir mal hier eine kurze Runde. Heute ist der Mackie irgendwie hier im Dispo-Bereich. Der wird auch nur für Schulfahrten eingesetzt im Moment. So, wir fahren unsere klassische Runde. Ich hoffe, die Kamera hält. Kann sein, dass er ein bisschen wackelt, weil der ist irgendwie an dem Sitz dran gemacht. Aber das stört mich hier auch. Hört ihr das? Vielleicht fängt er sich ja noch. Aber hier ist er am Zischen. Jetzt ist weg. Ja, der saß wohl nicht richtig oder so. Das sind so kleine Alterserscheinungen, wenn man eben bald alt wird. Zum Glück, ich bin auch schon ein bisschen älter, aber bei mir sind es noch keine Mangelerscheinungen. Aber so ist das auch bei Menschen und hier bei Maschinen auch. Je älter eine Maschine wird, desto anfälliger wird er eben bald für Sachen. Das ist alles Material, Materialverschleiß. Ich mach mal hier so ein bisschen hoch, damit ihr bessere Sicht habt. Die Corona-Scheibe, die ist immer noch hier. Ganz anderes Fahrverhalten als die MAN oder Zitar oder so. ZF, habt ihr gehört?
Reisebus. Ja, übertrieben jetzt nicht ganz wie ein Reisebus, aber auf jeden Fall besser Komfort so als bei den MAN oder so. Drück den jetzt mal voll durch. Der ist nur ein Schalt, wie viele Gänge hat das Ding?
So Leute, ich bedanke mich, dass ihr dabei wart, dass ihr wieder zugeschaut habt. Ich habe gerade festgestellt, die Kamera, die ist wohl vorhin so ein bisschen nach vorne gerutscht. Aber was ich geredet habe, konntet ihr hören. So, das heißt, man sieht sich in einem anderen Video nächste Woche bestimmt wieder. Vielleicht mal aus einer anderen Stadt, mit anderen Bussen, anderen Busunternehmen. Wer weiß, einfach nur dranbleiben. Und für diejenigen, die mich noch nicht abonniert haben, die jetzt zufällig hier gekommen sind, das Abonnieren nicht vergessen. Die 100.000 sind eigentlich nicht mehr weit, aber gemeinsam schaffen wir das vielleicht zu knacken. In diesem Sinne, bleibt weiterhin gesund. Euer Mehmet Uy.